Kupfer. Habe ich das Kupfer hier gekillt, das ist ja nett. Das ist ja nett. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich cool, dass die Gegner auch teilweise so anspruchsvoll sind. Ja, ja, klar, ist richtig. Ah, jetzt heilt er. Komischerweise, eben hat er ewig und 10 Jahre gebraucht, um ein bisschen auch nur zu heilen. Oh, und jetzt habe ich, jetzt brauche ich... Naja, verbrauch nicht alles. Ah, nee. Jetzt nicht an. Oh, ah, hallo. ...22% Arbeiter. Für die SPD eintreten. Die SPD eintreten. Nee, der heilt nicht bis auf Maximum, weil... irgendwie ist das begrenzt. Ich weiß, hab's aber noch nicht gelesen. Ich habe irgendeinen... komischen... heftiger Stachel. Ein Fisch. Kann nicht teleportiert werden. Okay. Da muss man wenn er kommt. Ja. Wir wechseln dann. Wäre nicht so gut. Nicht wirklich, ne. Okay, ich glaube, wir haben hier unten aber auch indessen alles. Ja, das Wichtigste zumindest. Die Kolben bei dem, ne? Die so auf den Kranz. Was für ein Ding? Das ist Betäuben von diesem. Was ist das? Ach Mist, ich hätte mich näher. Obwohl, ich bin voller Blut. Das ist okay. Oh, guck mal, hier ist so eine ganz coole Kiste, die man. Die aussieht wie eine gotische Kiste da. Oh. Zum Entsperren halten. Eine Höllenkriegstrompetensporn. Roher Smaragd und rauer Faden. Bin mal gespannt, was wir mit dem Höllenkriegstrompetensporn machen. Hast du dein Mikrofon irgendwie weiter weg hochgeklappt oder so? Du fässt es gleich. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Oh, mein Inventar ist fast voll. Gut, von hier kamen wir. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. So, solltest dein Schwert mal auspacken. Oh, toll. Blöde Lampe da gekommen. Also betäuben können die sich aber echt mal... Ich finde diesen Wirbel gar nicht so schlecht, Mann. So, jetzt müssen wir irgendwo hoch. Entweder hier hoch.
Hallo? Ja. Ah, okay. Hallo, Freunde. Lehm. Schon wieder Lehm. Bin ich tot oder was? Ich bin tot. Oh, bin nett. Ja, ich auch. Toll, haben wir ja gut gemacht. Oh, geil. Jetzt sind wir über Dings geworden. Zeitpunkt des Todes. Sehr schön. Respawn. Ein Holzsack, ne? Da will ich wissen, ob wir mit oder ohne Klamotten respawnen. Mit Klamotten, aber das Inventar ist leer. Oh nö. Oh nö. Da würde ich sagen, gehen wir das gleich holen, solange die Nacht noch währt. Mhm. Das heißt, dann nochmal rein und dann erstmal nach Hause bringen. Weil das war doch eine Menge. Ja. Maus. Süß. Wenigstens haben sie einem die Waffen gelassen. Ja. So weit weg. Mhm, ja. Jibbe doch nicht. So, da müssen wir rein. Ja, ist nicht mehr viel Zeit. Wo willst denn du hin? Na, rechts. Ach so. Wir sind doch da links rausgekommen. Hm. Rechts rausgekommen. Ja, okay. Container. Einer liegt da hinten, glaube ich. Okay. Gehen wir, ne? Gehen wir. Eingekauft haben wir. Gehen wir. Ich kann auch nichts mehr tragen. Ich bin rappelvoll. Ja, ein bisschen ginge noch, aber passt schon. Naja, wirklich ein bisschen. Aber wir haben außergewöhnliche, seltsame Sachen, die sollten wir echt erstmal heimbringen. Wer fällt ein, ne? Geht schneller. Mhm. Schlafender Bär, kann von mir aus weiter schlafen.
Okay. So, jetzt wird Zeit, nach Hause zu kommen. Ja. Warte aus. Über die Brücke. Na toll. Warte mal. Und wenn ich... Na gut, die müssen wir hier im Schatten empfangen. Nee, können wir nicht. Die sind Fernkämpfer. Überlege, ob ich als Wolf schneller vorankomme. Das ist Versuchung. Ja, kann man viel besser. Wenn man sich ein bisschen im Schatten hält. Na gut, hat Trent. Wow. Ich wäre schon wieder fast falsch abgebogen. Ach, jetzt kommt der auch noch. Nee, nee, nee. Nee. Oh, jetzt heißt es aber schnell hinein. Und Tür zu. Das ist schön. Uff. Mein Leben. Wir haben eine neue Fähigkeit. Was haben wir denn? Unter Chaos. Nacht. Nachbeben. Schlag auf den Boden und verursache eine Schockwelle, die losbricht. 100% einen Chaosbrand hinzufügt. Das ist, glaube ich, das, was er hatte, ne? Das kann sein, ja. Ich überlege, ob ich das statt dem Wirbelwind nehme. Das kannst du nicht. Das sind grundlegende Fähigkeiten. Du kannst es nur auf R oder C legen. Naja, R ist... Was ist R? Ist der Schattenblitz. Das habe ich noch nie genommen, Schattenblitz. Doch, die ganze Zeit, dieses Blaue. Ach so, C ist die Frost... Ja. Glaube ich, oder? Oder nimmst du immer C? Ich nehme eigentlich immer C. Ah, okay. Eigentlich drücke ich immer C. Ich pack mir das mal auf R. Probier das dann mal aus. So, öffnen. Ich habe, glaube ich, ein Buch gefunden. Alchemie-Bodenbelag. Ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ein Schleifstein, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Schwefel, Blutessenz. So, Kupfererz kann ich ja hier reinpacken. In den Schmelziofen. Oh, was hast du denn da? Alchemiebodenbelag. Gelernt. Modellmuster, Viridis Muster. Ich habe gefunden von einem Fisch. So, der kommt da rein, der kommt da rein, der kommt da rein, der kommt. Oh, es ist voll. Wir haben mehr Kupfer, als wir verarbeiten können. Dachte ich mir. Soll noch einen zweiten Schmelzofen bauen? Nee, aber vielleicht eine Kiste, wo wir die Sachen dann eben hinpacken. Okay, mach ich mal eben. Verstärkter Knochenspeer? Oh, das ist doch alt. Eine Kiste, ne? Ach stimmt, wir haben jetzt auch eine große Kiste. Ein Behälter, der bis zu 21 Gegenstände aufnehmen kann. Mit Kupfer und Brettern. Wo hast denn du den Höllenkriegstrompetensporn? Bei den Pflanzen habe ich den reingemacht. Soll ich mal eine große Kiste bauen? Ja. Für die Pflanzen zum Beispiel. Ja. Da ist nämlich gar kein Platz mehr. Und ich brauche zwar Kupfer, aber ich glaube, das ist gerade nicht unser Problem. Ich habe hier nämlich drei verschiedene Pflanzen, die da nicht mehr reinpassen. Ja. Dann nehme ich das mal hier alles raus. Und würde den, den und den da reinpacken.
Und dann nehmen wir die andere Kiste hier für tierische Sachen oder so. Genau. Ich habe nämlich auch so ein Skelett und noch so einen anderen Fisch. Ich würde die Fischgräten und den Fisch hier in diese Kiste hier vorne packen, weil da sind schon Knochen. Ah ja, okay. Alles klar. So, was habe ich jetzt noch? Ich habe noch eine Bergmannkeule. Hier reinpacken. Anstatt sortieren, habe ich jetzt alle übertragen gemacht. Geil. So, dann haben wir noch Schwefel. Ja, ich habe halt noch der dreimal Kupfererz. Pack das doch hier oben in die Steinkiste rein. Beziehungsweise. Ich setze jetzt meine Kiste hier direkt neben den Schmelzofen. Ja. Dann können wir dann Schwefel, Kupfer und Käse rein. Schwefel. So. Jetzt habe ich aber mal geguckt. Jetzt haben wir hier überall 250 Essenzen drin. Dann hält das Ganze 5 Tage. Das muss ich erstmal sammeln. So, wir hatten jetzt den Boss gemacht. Was haben wir dadurch bekommen? Achso, das Nachbeben und die große Kiste. Ah. Der nächste Boss, Lydia, die Chaosbogenschützin, gibt uns ein neues Rezept für einen Verschlinger. Okay. Der Verschlinger kann Ausrüstung, Gegenstände und Komponenten zerlegen, in Rohstoffe verwandeln. Das heißt, da können wir unsere alten... Dings da. 6 Tuch, schade. Wir haben... Uns fehlt etwas Leder und etwas Tuch, sonst könnten wir Reiseumhänge, die uns Sonnenschutz bieten, anlegen. Erol, der Stein, alles andere steht aber ist zu niedrig, also wo hast du denn das gesehen? Lydia, die Chaosbogenschütze, Stufe 26. Wird mir gar nicht angezeigt. Ich scroll mal runter. Ich hab nur... Nee. Bei die ersten 4 gemacht, das ist die 5. Ja, und da steht Ausrüstungsstufe zu niedrig. Ja, weil du hast die Keule oder sowas ausgerüstet. Ah, ach, das ist ja... Ein bisschen blöd gemacht. Bogenschützen, Pfeile fliegen, okay. Okay. Diese Nachtschratstiefel hast du auch noch nicht, ne? Nee. Ich habe Knochenschutzstiefel. Ich habe nur Nachtschrat-Leggings und Nachtschrat-Weste. Ja, dann mache ich jetzt noch die Handschuhe und die Stiefel, weil wir haben genug Leder und Dings. Okay. Ja, mal gucken, wenn wir nochmal irgendwo Tuch kriegen und noch ein bisschen Leder dazu, dann könnten wir uns diesen Reiseumhang... Da artet hier richtig in Ressourcenmanagement-Arbeit aus. Scheiße, die Kiste mit den alten Ausrüstungen ist schon wieder voll. noch eine Kiste bauen. Haben wir noch irgendwo Holz hier drin? Nee, ne? Also jetzt Sägeholz oder fertiges Bretter? Nee, Sägeholz. Sägeholz. Hab ich gerade alles einstecken? Brauchst du was? Nee, ich wollte es in die Sägewerkbank packen. Nee, mach das mal nicht, weil man braucht das normale Holz für die Kisten. Ach so. Braucht man keine Bretter für, deswegen. Okay. So, du kannst dir da Handschuhe und Dings rausnehmen, ne? Super. Yeah.
Wo ist denn die Kiste, die Schrott war? Ja, ich habe die erweitert. Hier, das sind jetzt die beiden, weil die eine schon voll war. Ah, alles klar, super. Schön, schön. Schloss, Boden verlegen, ja. Wir werden... Dann müssen wir uns durcharbeiten durch die Bosse, denke ich. Ich glaube, wir werden vorher schon anfangen können. Also Boden verlegen können wir doch auch so schon. Aber fehlt uns da nicht irgendwas für? Also, wir brauchten doch die Ziegel und dafür brauchten wir den Schleifstein. Und den Schleifstein kriegen wir erst als Rezept, wenn wir den einen Boss töten. Das war doch das Problem. Fehlende Ressource. Was für Ressourcen brauche ich denn da? Steht das? Wände, Etagen, Burg. Und Steinziegel dafür, das war das Problem. Von 80. Das ist aber ein bisschen... Ich kann das zwar auswählen, Wände, aber da steht mir nicht da, was wir dafür brauchen. Du musst da drüber havern, da steht es doch direkt oben drüber. Nee, da steht Schlossbodenbelag. Group. Fundamentalabschnitt für den Bau eines Schlossinnenraums. Ja, wenn du das aufmachst, dann kannst du einmal den Diamantmuster und quadratisches Muster. Mhm. Und dann, wenn du da drüber fährst... Ah, da stehen Steinziegel. Okay, alles klar. Zack, es hängt an den Steinziegeln. Und die Steinziegel kriegen wir erst, wenn wir den Schleifstein kriegen. Mhm. Und den Schleifstein kriegen wir erst, wenn wir den einen Boss besiegen. Letzte Problem. Aber das ist nicht Lydia. Nee, das ist der andere da drunter, der Grayson, der Waffenschmied. Mhm. Aber wir können natürlich Lydia auch erstmal machen, also Lydia. Gell? Gell. Gell, gell. So. Na dann machen wir uns beim nächsten Mal an Lydia ran. Lydia. Gut, dann gehe ich jetzt mal. Das ist nicht mein Sarg. Ich kann immer nur in meinem Sarg schlafen. Dann gehe ich da jetzt mal schlafen. Und sage gute Nacht.